CFDs können Privatanleger in Werte investieren, die ihnen sonst nicht zugänglich sind, und das bei geringem Kapitaleinsatz und hohem Hebel. Trader können mit dieser Anlageklasse die vollen Kursbewegungen von Aktien, Indizes, Rohstoffen oder auch Renten handeln. Steigt der DAX beispielsweise um 1%, gewinnt ein Index-CFD gleich um 100 oder 200% an Wert. Was genau ein CFD ist, welche Vor- sowie Nachteile er birgt und welche verschiedenen CFD-Handelsstrategien es gibt, das klären wir heute im Online-Seminar. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie ein herzliches Willkommen zum Finanzen.net-Seminar an diesem Montagabend. Mein Name ist Jasmin Menzin und ich begleite Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute mit dabei sind. Doch ich bin selbstverständlich nicht allein in diesem Webinar, denn wir haben heute Abend einen echten Handelsspezialisten zu Gast. Und damit begrüße ich ganz herzlich Bastian Prignitz in dieser Runde. Guten Abend, Herr Prignitz. Schönen guten Abend, hier bin ich. Herr Prignitz, Sie gehören zur neuen Generation der Handelsspezialisten. Als gelernter Finanzfachmann verfolgen Sie aufmerksam die sich ständig ändernden Innovationen im Bereich der Finanztechnologie. Meistern Sie und wenden Sie dann in verschiedenen Handelsstrategien an. Was sollten unsere Zuschauer sonst noch über Sie und Ihre Handelsstrategien wissen? Genau. Für die, die mich schon von den letzten Webinaren kennen, ich habe ursprünglich in einer großen Wirtschaftskanzlei angefangen, bin dann rüber in das Broker-Unternehmen generell oder in die Wirtschaftspraxis mehr oder weniger. Habe dort viel durch Schulungen, Seminare und selbst beigebracht, viel privat angelegt und dadurch das Wissen mehr oder weniger angeeignet. Wie Sie schon sagten, ich gehöre zur neuen Generation der Händlern. Das heißt, ich nutze gerne eine Mischung aus alten, altbekannten Strategien wie auch neuen Strategien. Und deswegen sind CFDs zum Beispiel für mich so ein bisschen, wie der Ferrari unter den Autos. Also wirklich das hübsche Exemplar. Vielen Dank. Bevor ich das Wort an unseren Experten übergebe, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, schnell noch darauf hinweisen, dass Sie uns bei Fragen oder Verständnisproblemen jederzeit während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren können. Wenn es passt, dann werde ich Ihre Fragen direkt an unseren Experten weiterleiten. Auf alle Fälle wird es am Ende der Veranstaltung aber noch eine kleine Fragerunde geben, in der wir möglichst noch alle offenen Fragen klären möchten. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, aber genug auf die Folter gespannt und wollen deshalb nun direkt zu Ihnen wechseln, Herrn Prignitz. Sie erhalten nun die Moderatorenrechte und dürfen dann gerne Ihren Bildschirm mit uns teilen. Wir sind gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Alles klar, vielen Dank. Sehen Sie meinen Bildschirm? Jetzt können wir ihn sehen, ja. Perfekt. Genau. Also im CFD-Handel gibt es verschiedene Kriterien, auf die Sie als Kunde auf jeden Fall achten sollten. Ich fange bei bei dem wirklichen Minimum an, denn es gibt sehr, sehr viele Broker-Unternehmen draußen. Ja, es gibt die einen, die sind reguliert, es gibt die anderen, die sind semi-reguliert und die anderen sind gar nicht reguliert. Was der Unterschied genau ist, ist relativ einfach zu erklären. Als Beispiel, wenn wir jetzt bei einem unregulierten Unternehmen sind, kann es sehr, sehr leicht sein, dass Sie jemanden wie mich da haben und Ihnen irgendwelche leeren Versprechungen macht, Ihnen so viel Hoffnung bringt, Sie zahlen alles ein und plötzlich ist Ihr Geld weg. Also das ist wirklich das Allerhärteste, was passieren kann. Aber darauf sollten Sie immer achten. Wie kann man ein reguliertes Unternehmen überhaupt erkennen? Und was genau gibt es da für Unterschiede? Wenn Sie einen Broker suchen, wenn Sie jetzt noch bei gar keinem sind oder vielleicht schon bei jemandem sind, aber es nicht wissen, ob dieser Broker reguliert ist oder nicht, Sie sollten darauf achten, dass dieser Broker innerhalb der EU reguliert ist und verschiedene Zertifikate hat. Ich habe jetzt Europafix als Beispiel genommen. Bei dem Brokerunternehmen arbeite ich zum Beispiel und ich kann mit Sicherheit sagen, wir sind vollständig reguliert. Das heißt, ich kann mit weißer Weste gegenüber Ihnen sitzen und Ihnen die Sachen wirklich so gut wie es geht auch beibringen, ohne mir irgendwelche Vorwürfe machen zu müssen. Ja, also wir haben viele Kollegen, die kommen aus diesen alten Broker-Unternehmen, sage ich mal, die nicht reguliert waren. Und diese Stories, ich sage es Ihnen so, wie es ist, sind sehr, sehr schlimm manchmal. Ja, deswegen immer darauf achten, wie ein Broker reguliert ist. Und hier sehen Sie auch schon verschiedene Zertifikate, ICF, MiFID II. Hierzu kann ich sagen, das wird fast monatlich bis quartalsweise immer erneuert. Es gibt also gewisse Schutzmaßnahmen, dass Ihr Geld auch sogar geschützt ist, falls das Broker-Unternehmen pleite geht oder andere möglichen Sachen auf der Welt geschehen. Also sollten immer darauf achten, dass Ihr Geld wirklich geschützt ist. Ja, weil das ist nämlich einer der größten Fehler, den ich heutzutage sehe. Denn da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich zum CFD-Trading und wie er angeboten wird. CFD-Trading müssen Sie wissen,
oder CFDs generell sind ein Derivat. Was ist ein Derivat? Naja, es ist eine Abänderung des ursprünglichen Produktes. Das heißt, eine Abänderung des Aktienhandels. Wenn wir als Beispiel mal, ich nehme mal hier eine Aktie, wir alle kennen Amazon, denke ich zumindest, hoffe ich. Und Amazon generell wissen Sie ja, wenn Sie mal überlegt haben zu investieren, dann wissen Sie ja auch, okay, Amazon ist sehr, sehr teuer, weil pro Aktie zahlen Sie dort 3.349 Dollar. Hat natürlich nicht jeder auf der hohen Kante. Durch den Hebel ist es nochmal anders. Um Ihnen eine Beispielsrechnung mal zu geben, meine lieben Damen und Herren, dann zeige ich Ihnen das mal ganz kurz. Zack, male ich jetzt. Hoch. Der Stift scheint nicht zu funktionieren. Okay. Wir machen das mal so, dass ich Ihnen ein Textdokument mache. Ah, jetzt scheint er. Nö, mein Stift malt nicht. Okay. Merkwürdig. Zack, zack, zack. Genau. So, als Beispiel, wenn ich das vorrechnen darf. Wir haben jetzt, ich sag mal, 50 Aktien, die wir kaufen möchten. Okay, sagen wir mal x beliebig, ja, kann Apple sein, kann alles Mögliche sein. Und dieser Kurswert beträgt 1000 Euro pro Aktie. Das würde natürlich bedeuten, dass ich an der Börse um die 50.000 Euro bräuchte. Plus, minus natürlich Kommission und Steuern. Ja, aber sagen wir mal, wir sind jetzt bei den 50.000. Wie gesagt, hat natürlich nicht jeder auf der hohen Kante, weil es ist ein sehr hoher Betrag und bringt demnach auch ein hohes Risiko mit sich. Bei CFDs haben sie eine sogenannte Hebelwirkung. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich die Möglichkeit habe, also dieselbe Anzahl, also das heißt 50 mal 1000, dieselbe Stückzahl, sowie für denselben Kurspreis zu kaufen, bin ich auch bei 50.000, aber diese 50.000 werden jetzt nochmal durch den Hebel geteilt, das heißt durch 5. Bei Aktien innerhalb der EU beträgt der Hebel 5 für, ich sag mal, Autonormalverbraucher. Es gibt noch andere Hebelgrößen, aber dazu komme ich nochmal später. Und demnach bin ich natürlich bei einem Kurswert von, oder Kurswert bei einem Einstieg von 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro bezeichne ich als Margin, also als Sicherheitsleistung. Denn diese 10.000 Euro sollen gewährleisten, dass ich diese Derivate handeln kann. Das bedeutet aber auch, dass ich mit diesen 10.000 Euro einen Aktienwert oder ich sag mal Profite wie auch Verluste im Wert von 50.000 Euro machen kann. Und da sind wir schon bei dem nächsten Unterschied. Bei einem unregulierten Broker, da hätten Sie jetzt, ja, ich sag mal keinen Fünferhebel, sondern mal ganz leicht einen 200er Hebel zum Beispiel. Wenn wir das mal kurz durchrechnen. Zack. Nehmen wir mal an, wir haben, wie gesagt, 50.000 durch 200. Ups, na, so jetzt. Dann müsste ich nur 250 Euro anzahlen, mache aber Profite wie auch Verlust, als wenn ich 50.000 Euro handle. Bedeutet, bei 500 Euro bin ich schon bei, ups, 100.000 Euro. Sie verstehen das. Bei einem größeren Hebel ist mein Exposure, im Englischen heißt das Exposure oder meine, ja, mein Risiko einfach viel, viel höher, weil einfach die Profit- oder Verlustspanne auch viel, viel größer ist. Das heißt, durch EU-Regulierungen sind diese Hebel auch gedeckelt. Das heißt, bei Aktien ist der maximale Hebel 5, im Devisengeschäft betragen der maximale Hebel 30 und so weiter und so fort. Wenn Sie natürlich ein Pro-Kunde sind, also wirklich Finanzausbildung und haben, dann müssen Sie einen Antrag stellen. Das wird durch Regulierung und durch den Broker geprüft. Und dann können Sie auch einen größeren Hebel bekommen. Aber man muss sich dann auch diesen größeren Risiko auch bewusst sein. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie sich nach einem Broker umschauen oder schon bei einem Broker sind, aber noch nicht Ihr volles Risiko kennen. Und deswegen ist CFDs oder deswegen sind CFDs einfach so interessant, weil Sie mit einem kleineren Einstiegswert potenziell mit einer größeren Marktanteilnahme handeln können. Das heißt, wenn ich nur 1.000 Euro habe, dann kann ich auch mal ein bisschen Amazon handeln, ja, weil wenn ich das da 0,01 handle, also wirklich nur eine Aktie, dann bin ich schon bei 500 Euro. Und wenn ich andere Sachen handle, Nickel, Aluminium, kann ich auch nochmal teilen, dann bin ich halt bei 80, 60 Euro, also auch nicht viel und kann somit mein Portfolio
natürlich mehr diversifizieren. Man sagt aber auch, dass der Hebel der größte Vorteil im CFD-Handel ist, aber zeitgleich auch der größte Nachteil. Wie gesagt, durch das höhere Risiko. In der Praxis sieht das relativ einfach aus. Wenn ich mal als Beispiel zu unserem, ich sag mal, den neuen DAX gehe, den DAX 40, ist es zum Beispiel sehr interessant, wenn Sie es aktiv verfolgt haben, Sie sehen, er fällt sehr, sehr stark herunter. Und jetzt sehen Sie schon zwei schöne Knöpfe, nämlich Sell und Buy. Das ist nämlich der andere Unterschied zu dem normalen Aktienhandel. Wenn Sie im Aktienhandel handeln möchten, können Sie entweder kaufen und da hört es auf. Also Sie haben nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Sie kaufen entweder, behalten das im Portfolio für ein paar Wochen, Monate, Jahre und stoßen dann wieder auf zu einem höheren Kurspreis. Natürlich, es gibt sogenannte Optionsscheine an der Börse. Das bedeutet im Endeffekt, Sie legen ein Kursziel fest. Das kann oberhalb des jetzigen Kurses oder unterhalb des jetzigen Kurses liegen und können dann sozusagen ein Ziel festlegen. Wenn er bis dahin runterrutscht, machen Sie Profit. Wenn er es nicht tut, haben Sie verloren. Und bei einem regulierten Broker, ja, da ist es in der Regel so, dass Sie nicht gegen die Bank spielen, sondern der Broker in der Regel mit in Ihrem Boot sitzt. Weil bei einem regulierten Broker dürfen wir sozusagen uns nicht an Ihren Profiten oder Verlusten beteiligen. Das ist das Schöne daran. Ja, das heißt, Sie müssen nie das Gefühl haben, oh Gott, die wollen mich in den Ruin treiben oder die wollen mein Geld behalten. Nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, den viele leider nicht wissen. Denn bei einem unregulierten Broker ist es oftmals so, Sie zahlen das Geld ein, der Broker wickelt hinter Ihrem Rücken mit diesen Geldern Geschäfte ab. Ja, in der Regel bestätigen Sie das natürlich noch schön durch die AGBs, weil es soll ja alles Hand und Fuß haben, haha. Und wenn die Verluste machen, haben sie Pech. Wenn aber sie Verluste machen, also sie als Kunde, dann geht das Geld an den Broker und der macht weiter. Deswegen hat der Broker als unreguliertes Unternehmen auch ein viel größeres Interesse daran, dass sie sogar Verluste machen. Das ist halt ein sehr kritisches Verfahren, was man auch wirklich regulieren muss. Man muss auf der anderen Seite sagen, viele Unternehmen schaffen es auch gar nicht, reguliert zu werden. Europafix zum Beispiel gibt es seit, also unsere Firma an sich gibt es schon länger, aber die deutsche Niederlassung ist seit 2015, 16 und diese Regulierung zu bekommen hat über 2 Jahre gedauert. Also das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der auch viel, viel Maßnahmen erfordert. Und wie gesagt, bei uns ist das tatsächlich so, wir haben eine Handelsakademie, das heißt, Sie haben jemanden wie mich, der Sie an die Hand nimmt, mit Ihnen die Sachen bespricht, Ihnen Sachen beibringt, um wirklich mal Licht in das Dunkle reinzubringen und oftmals auch mit Ihnen sogar Strategieentwicklung betreibt. Das ist halt so eine Sache. So, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Genau. Beim CFD-Handel haben Sie, wie gesagt, 2 Möglichkeiten. Entweder Sie setzen auf einen steigenden Kurs, also Sie sagen, der Wert eines Derivates steigt, oder sagen, der Wert fällt. Und demnach können Sie auf den fallenden Kurs auch Profite machen. Warum ist das so? Naja, ich zeige Ihnen das ganz kurz. Ich setze mal auf Sell. Das ist jetzt zum Glück erstmal nur so ein Spielekonto. Das ist auch nicht so schlimm. Für Testzwecke reicht das. Und in der Regel macht das keinen Unterschied, ob es jetzt fällt oder steigt. Denn ich habe jetzt eine Sell-Position. Sollte der Kurs fallen, sehen Sie, bei gut 180 Punkte bin ich bei 1840 Profit. So, und das bei einer Marge von 7.530 Euro. Jetzt denken wir zurück an den Hebel. Ja, ich habe jetzt DAX in einem Kurswert von 15.060 Euro gehandelt. Durch den Hebel zahle ich aber nur 7.530 sogar nur noch. Das hat den Hintergrund, wie gesagt, der Hebel. Die Mindesteinheit bei dem DAX beträgt 10 Einheiten. Das heißt, als Minimum kann ich 10 Mal das Ganze handeln. Bedeutet, ich rechne das mal kurz durch, 15.030, 60 mal 10, müsste ich eigentlich 150.600 locker meine Hosentasche haben, auf gut Deutsch gesagt. Hat natürlich nicht jeder. Durch den Hebel allerdings, der bei Leitindexen 20 beträgt, zahle ich nur 7.530. Und jetzt verstehen Sie, glaube ich, den Ansatz. Dadurch kann ich jetzt natürlich so eine Profite auch machen. Natürlich, desto mehr ich handle, desto höher ist auch mein Risiko.
Aber wie gesagt, ich habe jetzt sozusagen meinen Take-Profit gesetzt. Wenn der Kurs diese Linie hier erreicht, bin ich im Profit. Ah, ist sogar schon fast im Profit. Sehr schön. Genau. Herr Ebenfalls, Prignitz, eine ja. kurze Rückfrage von einem Zuschauer. Ist Sell hier eine Short-Option? Ganz genau, da wollte ich gerade hin. Es gibt die andere Terminologie, die heißt dann eben Short und Long. Demnach Buy ist gleich Long und Short ist gleich Sell. Genau, vollkommen richtig. So, genau. Also insofern, ich habe gerade eine Short gesetzt und kann somit mit einem fallenden Kurs Profite machen. Ich werde das jetzt mal kurz schließen, auch wenn ich jetzt hier 7 Euro, 2 Euro minus bin, mein Gott. Wenn ich jetzt auf eine Long gehe, also auf Buy, bin ich wieder drinne und kann meinen Take Profit nach oben setzen. Und Sie sehen, bei derselben Punkteanzahl mache ich gleich viel Profit. Weil im CFD-Handel geht es rein um den Punkteunterschied, den Sie machen oder den eine Anlage macht. Macht die Anlage 100 Punkte nach oben, mache ich 100 Euro Profit, macht sie 100 Punkte nach unten, habe ich 100 Euro Verlust. Ist natürlich jetzt ein bisschen basic ausgerechnet, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das ist halt die andere Sache. Durch CFD-Trading wird der Aktienhandel einfach viel nicht nur moderner, sondern auch leichter zugänglich. Sie können sich erinnern, vor 10, 20 Jahren war es so, da gab es in der Regel nicht so viele Broker-Unternehmen. Da mussten Sie an die Bank, bestenfalls noch in Person, Ihren Bankmanager beauftragen, der muss die Sachen regeln. Sie wissen gar nicht, was die überhaupt macht, aber Hauptsache, da kommt irgendwas rein. Und CFD-Handel ist wirklich für die Leute, die, ich sag mal, ihr Glück selber in die Hand nehmen möchten. Die sagen, ich möchte selber mein Geld verwalten, ich möchte selber mal loslegen und das mit einem etwas höheren Risiko, aber zeitlich auch einen höheren, ja, mit einer höheren Erfolgsmarge. Ich sag mal, es gibt dieses klassische Sprichwort, ja, wer wagt, gewinnt. Trifft nicht immer zu, sage ich. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Genau. So, beim CFD-Handel. Oder ich sollte vielleicht auch mal erklären, wofür CFD-Handel überhaupt steht. Wäre, glaube ich, ganz praktisch. CFD steht einfach nur für Contracts for Difference, also Differenzkontrakte. Wie gesagt, beschreibt genau das, was wir vorhin erläutert haben. In dem Sinne einfach nur, dass sie eben nicht die Aktien selber handeln, sondern nur die Derivate. Auch ein Unterschied ist, wenn Sie normalen Aktienhandel betreiben, müssen Sie wissen, Sie bekommen natürlich Dividende, Sie sind am Unternehmen wirklich beteiligt und, und. Ja. Beim CFD-Handel sind Sie das nicht. Das heißt, Sie können jetzt nicht mit dem CFD mal ganz leicht sagen, ja, ich habe jetzt monatlich mal die Dividende von 10, 20 Euro. Das haben Sie nicht. Sie sind auch nicht am Unternehmen dadurch beteiligt. Kommt aber, wie gesagt, also das ist der Nachteil. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch, wie gesagt, den Vorteil, dass Sie mit einer höheren Erfolgsmarge arbeiten können, durch einen kleineren Einsatz, aber natürlich auf der anderen Seite wieder ein höheres Risiko haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Im CFD-Handel beschränkt sich das natürlich nicht nur auf Aktien, sondern auch auf den Devisenmarkt, also Währungspaare im Vergleich. Sprich, wie stark ist der Euro zum Dollar aktuell? Können wir ja mal kurz reinschauen. Sie sehen, der Euro hat über die Zeit sehr, sehr stark an Wert verloren gegenüber dem Dollar. Das sieht man hier fantastisch. Wir waren hier an der Spitze bei fast 1,24 und ist seitdem auf einem Abwärtstrend. Ja, technisch betrachtet könnte es noch ein bisschen runtergehen. Aber langfristig gesehen geht die EZB davon zum Beispiel aus, dass der Euro doch in die Richtung der 1,25 kommt. Ist ihm dafür Leute, die auf eine Long, ich sag mal, bauen, ganz interessant. Natürlich haben sie auch andere Sachen, Edelmetalle, Gold, Silber, Nickel, Aluminium, ja, alles, was das Herz begehrt. Amerikanische Aktien, deutsche Aktien, Kryptowährungen sogar. Bei Kryptowährungen muss ich auch nochmal sagen, wenn Sie bei einem Broker-Unternehmen sind, sei er reguliert oder nicht reguliert. In der Regel sind es aber eher die regulierten Unternehmen, aufgrund gewisser Gründe. Sie haben, wie Sie hier sehen, Kommission und Swaps. Das heißt, ich zahle eine einmalige Gebühr, dass ich den Handel eröffnen kann. Beim Schließen allerdings fällt keine Gebühr an. Dann haben Sie Swaps, das sind Übernachtungsgebühren, heißt im Endeffekt, für jeden Tag, wie meine Position liegen bleibt, zahle ich eine fixe Kommission.
Jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, das heißt, ich kann ja gar nicht so lange handeln. Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite müssen Sie sich aber, wie gesagt, immer noch vor Augen halten, ein reguliertes Unternehmen darf sich nicht an Ihren Gewinn oder wie auch Verlusten beteiligen. Das heißt, für EuroPerfect zum Beispiel ist Kommission und Swaps die einzige Einnahmequelle. Das ist wirklich die einzige Einnahmequelle für unser Unternehmen und darüber verdienen wir. Es gibt viele Strategien, kurzfristig wie langfristig. Die meisten handeln natürlich ja kurzfristig, um Swaps zu umgehen. Ja. Aber wenn Sie zum Beispiel sehen, Bitcoin, das ist nämlich das Interessante. Bitcoin hat nämlich keine Swap-Gebühren. Wenn ich jetzt mal hier, sag ich mal, 0,10 handle, so, ich hatte zwar 175 € Kommission. Sagen wir mal, aber wir lassen das wirklich liegen. Ja, Oktober 2020 ist gerade mal fast ein Jahr. Gehen wir mal hier runter. Und da bin ich schon bei 2777 Profit. Also über 100% Profit. Sprich, in einem Jahr habe ich eigentlich meinen Einsatz verdoppelt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen extremer bin, also wirklich noch diese Differenz reinnehme, habe ich sogar fast das Dreifache drin. Ja. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Weil regulierte Unternehmen sind in der Regel darin interessiert, die Kunden langfristig zu halten. Das heißt, langfristige Zusammenarbeit durch positive Zusammenarbeit, so nennt sich das. Wenn Sie zufrieden sind, sind wir zufrieden. Und somit ist die Zusammenarbeit auch einfach wesentlich spannender und interessanter, als wenn Sie immer den Druck haben, oh Gott, die wollen mich jetzt hier pleite machen oder sowas. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber muss man sich immer im Hinterkopf behalten, ne? Deswegen immer darauf achten, welches Unternehmen reguliert ist. So, aber das Schöne daran ist, Sie können über CFD-Handel auch Rohstoffe handeln. Das heißt Sachen wie Baumwolle, Zucker, Kaffee und Weizen. Hört sich natürlich in erster Linie nicht interessant an, aber stellen wir mal vor, wir haben in der Zukunft wirklich eine Regierung, die sich vielleicht wirklich auf Landwirtschaft und weiß ich was konzentriert. Was würde das bedeuten? Das würde natürlich bedeuten, dass die Anfrage an gewisse Rohstoffe steigt. Was machen Sie als Kunde? Natürlich, Sie handeln dann diese Rohstoffe. Und das ohne komplizierte Formulare oder Zahlen, die man eintippen muss. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass man diese Anteile hier eingibt, wie viel will ich handeln, und dann schieße ich einfach los und mache bestenfalls ein paar Profite. Genau. So. Jetzt kommt natürlich zum komplizierten Teil. Wenn ich natürlich den Hebel und alles habe, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie viel ich bezahlen muss. Weil wenn hier 187 steht, heißt das natürlich nicht, dass ich 187 € bezahlen muss. Das ist, wie gesagt, durch den Hebel ist das natürlich nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich kann als Beispiel auch ganz gerne mal den Nasdaq ausrechnen. Ich denke, den Nasdaq kennt jeder. Also der Nasdaq 100. Genau. Und wenn ich jetzt hier mal ausrechne, das ist die sogenannte Margenberechnung. Wenn Sie da nochmal separat Fragen haben, gerne mal einfach fragen. Wir können auch Beispiele nochmal durchgehen. Ich habe jetzt den Kurswert von 14.920. Ich runde jetzt einfach mal ein bisschen ab, der Einfachheit halber. Rechne das Ganze mal 10, weil ich habe 10 Anteile, die ich handeln möchte. So, das wäre mein Börsenwert. Den müsste ich an der Bank hinterlegen, damit ich das in diesen Reellwert auch handeln kann. Teile das aber wieder durch 20, bin bei 7.460. Teile das nochmal durch 1,17, weil es der Wechselkurs ist. Huch, mein Komma funktioniert nicht. Zack. Und lande bei 6.376. So einfach ist die Margenberechnung. Und jetzt achten Sie mal drauf, wenn ich jetzt den DAX hier schließen werde, ich kriege nämlich meine Marge zurück. Zack. War das im Endeffekt nur eine Sicherheitsleistung ist. Es ist wie eine Kaution. Und das macht natürlich den Handel interessant, weil wenn ich meine ganzen Sachen, also ich sag mal 10.000 einlege, ich mache 2.000 Profit, dann kriege ich meinen Einsatz zurück und die 2.000 € Profit. Mache ich 10.000, setze ich 10.000 € ein und verliere 2.000 €, dann werden die 2.000 € von meinem Kontostand abgezogen und kriege meine 10.000 € wieder zurück. Wie gesagt, die Margin ist wirklich nur eine Sicherheitsleistung, die dafür ja, hergeben soll, dass ich auch wirklich diese Sachen handeln kann.
Es gibt ein paar Strategien, wie Hedging zum Beispiel. Das ist aber eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Wenn ich jetzt nämlich auf Kaufen klicke, sehen Sie, aha, meine Marge beträgt 6.366, wie wir ausgerechnet haben. Das heißt, diese 6.300 sind jetzt im Markt gebunden. Wenn ich jetzt aber auch auf eine Short gehe, denkt das System, ich habe kein Geld im Handel. Das dient in der Regel dazu, um das Margin Level, also das Verhältnis zwischen freier Marge und hinterlegter Marge zu verbessern. Sie sehen, ich bin hier bei 1.400%, das ist mehr als gut. Durch EU-Regulation darf Ihr Margin Level aber zum Beispiel nicht auf 50% fallen. Warum nicht? Wenn Sie auf 50% fallen, ist die Hälfte Ihres Kapitals sozusagen weg. Also die sind wirklich futsch, muss man ehrlich so sagen. Es gibt aber durch dieses Hedging diese Möglichkeit, wenn ich jetzt mal hier dreimal das handle, sehen Sie, ich bin bei 465%. Wenn ich jetzt aber noch meine Sell reinpacke, habe ich wieder 670% oder 690%. Sprich, ich habe im Endeffekt mein Margin Level dadurch erhöht. Weil das System natürlich denkt, dass ich erstmal kaufe und wieder verkaufe und mir die Marge sozusagen systematisch zurückgibt. Ist aber nur eine temporäre Lösung und sollte nicht ausgenutzt werden, aber ja, das ist eine Möglichkeit, wie man so ein bisschen sich retten kann. Zu dem Margin Level auch nochmal. Bei 100%, das heißt, Ihr volles Kapital ist im Markt gebunden, kriegen Sie in der Regel den sogenannten Margin Call. Ich denke mal, die meisten werden das schon mal gehört haben, was ein Margin Call ist. Das machen Banken, das machen Broker, das machen eigentlich jeder, die mit Geld arbeiten von Kunden. Das heißt, der Broker sieht, oh Gott, der Kunde ist in Gefahr, seine ganzen liquiden Mittel sind jetzt im Markt eingesetzt, ich muss ihn anrufen. Dann kriegen Sie in der Regel die Benachrichtigung, gucken Sie mal, Ihr Margin Level ist sehr gering, wir müssen jetzt agieren, damit wir ihn nicht noch weiter runtersetzen und Sie automatisch Verluste machen. Denn bei 50%, so ist es laut der EU-Regulation vorgeschrieben, wird die verlustreichste Position automatisch geschlossen. Das heißt, da wirkt wirklich, da gibt es kein Wenn und Aber, das können wir auch nicht ausstellen, da wird einfach abgeschaltet. Weil wenn Sie natürlich unter 50% landen würden, würde es natürlich bedeuten, dass nicht nur Ihr nicht angesetztes Kapital gerade angefressen wird, sondern Sie sich sogar potenziell verschulden können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. So, ich bin gerade sogar im Profit, ich nehme das mal kurz mit, wenn Sie gestatten. Zack, zack, zack. So, und Sie sehen, ich habe gerade über 2 Minuten gequatscht und ich habe 100 Euro Profit gemacht. So einfach ist der Handel. Zack, zack, zack. Gucken wir nochmal kurz an. Nehmen wir hier was mit. Das ist schon sehr riskant. Aber zum Test kann man das machen. So. Genau. Also Sie sehen, der CFD-Handel ist wirklich einfach. Und ich denke, jeder, der zumindest den Wille hat, Sachen zu lernen, wie gesagt, wir erinnern uns an die technische und fundamentale Analyse auch vom letzten Mal. Können Sie sich gerne nochmal bei finanzen.net auch anschauen. Jeder, der den Willen hat, Sachen zu lernen oder neue Sachen kennenzulernen generell, ich denke, der hat hier bei CFD-Handel eine hoffentlich blühende Zukunft. Ja, weil das natürlich für jedermann nicht nur verständlich sein kann, sondern auch leicht zugänglich sein kann. Wenn Sie ein Handy haben, können Sie CFD-Handel machen. Haben Sie einen PC, können Sie CFD-Handel machen. Es ist wirklich einfach und ich denke, da ist für jeden was dabei. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zu den Produkten. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Denn Sie sehen, ich handle gerade den Nasdaq und dahinter ist so ein D21. Jetzt werden vermutlich viele sagen, Nasdaq ist doch eigentlich Nasdaq 100. Das liegt daran, an der Börse generell können Sie sich nicht zu 100% an dem Nasdaq beteiligen, weil der Nasdaq oder DAX, ET40, Leitindexe generell, sind im Endeffekt nur Zusammenfassungen von Unternehmen, die eine gewisse Wirtschaft oder einen gewissen Wirtschaftszweig repräsentieren. Und da muss man natürlich, da kann man sich nicht wirklich direkt beteiligen. Das heißt, über den CFD-Handel haben Sie dann sogenannte Future-Verträge. Das heißt, diese Verträge, die laufen ein Quartal, hier in dem Fall bis zum 17.12., das ist der neue jetzt, der aufgelegt wurde. Das heißt, ich habe 3 Monate Zeit, diesen Nasdaq zu handeln, kann damit machen, was ich will. Aber am Tage des Ablaufes muss ich vorsichtig sein, entweder schließe ich den noch vorher, entweder ein Verlust oder ein Profit,
Sollte ich die aber liegen lassen, wird der Punkt genau zum 17.12., wie es hier steht, einfach vom System zugemacht, weil es sozusagen abgelaufen ist. Ist wie ein Handyvertrag im Endeffekt. Können Sie auch verlängern. Genau, kommt aber auch nochmal auf den Broker, auf das Brokerunternehmen an. Wie gesagt, bei regulierten Brokern kriegen Sie das kostenlos. Das heißt, wie bei EuroFX zum Beispiel, das war jetzt letzte Woche zum Beispiel sozusagen die Priorität Nummer 1. Viele Kunden hatten Future-Verträge gehandelt. Wir haben auf Kosten unseres Hauses gesagt, ja komm, wir verlängern die Verträge, weil wir es natürlich auch müssen. Die Kunden haben dann eine Verlängerung bekommen und können diese Verträge einfach weiter handeln. Ohne jeglichen Aufwand, ohne jeglichen Probleme. Bei dem unregulierten Broker, da heißt es ganz schnell, was, Sie möchten den Future-Vertrag verlängern? Ha, ja gut, dann können Sie ja nochmal 5.000 einzahlen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr kritisch, wie man das ansehen muss. Deswegen immer auch vorsichtig sein, wenn Sie bei solchen Brokern sind. Das kann sehr gefährlich werden. So, genau. Ja, das war es im Endeffekt auch schon zu dem CFD-Handel. Ja, ein bisschen kürzer heute, weil natürlich CFDs ein etwas komprimierteres Thema ist. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schießen Sie los und dann beantworten wir sie. Sehr gerne, da legen wir auch direkt los. Wir haben auch schon einige. Könnten Sie noch mal erklären, was denn ein regulierter Broker ist und woran erkennt man denn, dass ein Broker reguliert ist? Gibt es da ein Register, das man einsehen kann? Ja, es gibt, also erstmal komme ich zum ersten Teil. ein regulierter Broker ist im Endeffekt ein, ja, wie ein normales Finanzdienstleistungsunternehmen. Ich habe jetzt, wenn der Stift auch nur funktionieren würde, das wäre, glaube ich, ganz praktisch, aber er funktioniert leider nicht. ich mache das mal über mein Dokument. Ich mache das mal so. Hier ist der Kunde. Zack, zack, zack. Hier ist der Broker. Und hier ist die Börse. Das heißt, der Broker ist der Mittelmann. Der dient dafür, dass der Kunde an der Börse sich beteiligen kann. Als regulierter Broker ist es so, dass wir uns nicht an den Gewinn oder Verlusten beteiligen dürfen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und wir dürfen aufgrund von der Regulation zum Beispiel auch keine falschen Versprechungen machen. Wir dürfen ihnen keine Gewinne versprechen. Es gibt sehr, sehr viele Regulationen, die uns auferliegen. Ja, bei dem unregulierten Broker, das erkennen Sie in der Regel sehr, sehr schnell, indem Ihnen dubiose Angebote gemacht werden, Versprechungen gemacht werden und. Das ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Wie man das erkennt, das können Sie hier zum Beispiel sehen. Ich gehe jetzt mal auf europefx.com. Wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel, was ich einfach nehmen kann. Ich bin jetzt auf der Hauptseite und Sie sehen auch schon ganz oben Lizenz und hier unten ein Risikohinweis. Als reguliertes Brokerunternehmen müssen quasi Statistiken öffentlich gemacht werden. Das heißt, Sachen wie 81% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel. Achtung, hier ist auch sehr wichtig zu wissen, diese 81%, die werden wöchentlich ermittelt und bedeuten nicht, dass Leute einen Komplettverlust erleiden. Das heißt, wenn Sie eine Position bei 500 Euro minus schließen, aber eigentlich noch 80.000 übrig haben, haben Sie oder werden Sie in die Statistik mit eingeflossen. Ja, das ist vollkommen normal. Und auf der Startseite muss die Lizenz ausgeschildert sein. Wenn ich jetzt hier raufgehe, Lizenz und Regulierung, schauen wir mal rein. Da haben wir MEFED, sagt Markets and Financial. Wenn ich jetzt das hier aufrufe, dann werden wir das auch schon mal sehen. Das ist die offizielle Seite der Europäischen Kommission. Und hier kann man auch alles einsehen. Und ich könnte mal jetzt rein theoretisch EuropeFX oder so suchen oder andere Broker tatsächlich. ICF zum Beispiel ist dann der Compensation Fund. Das heißt, wenn wirklich Leute oder wenn die Firmen pleite sind, übernimmt dieser Investor Compensation Fonds, um die Kunden eben zu entschädigen oder um das Brokerunternehmen eben weiter am Leben zu erhalten. Ja, ist jetzt ein bisschen ausführlich, aber ich hoffe, Sie haben es verstanden. Genau. Die nächste Frage. Ja, sehr gerne. Vielen Dank schon mal dafür. Die nächste Frage. Meinen Sie, man kommt über einen Broker, einen Berater oder doch durch das Selbststudium am schnellsten zu einem erfolgreichen CFD-Trade? Wenn Sie bei einem regulierten Broker sind, haben Sie keinen Berater, sondern wirklich nur in der Regel jemanden wie mich, der Handelsspezialist ist.
Das läuft im Endeffekt so ab. Also ich kann es nur aus meiner Praxis widerspiegeln. Ich weiß nicht, wie andere Broker es machen. Was ich weiß, ist, dass wir bei Europafix das einzige europäische Unternehmen sind, was eine Handelsspezialistenabteilung hat. Also wirklich darin investiert, Kunden auch zu unterrichten. Und bei uns ist das so, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der mit mir zusammenarbeiten möchte, haben wir in der Regel wöchentlich unsere Sitzungen. Wir sprechen miteinander. Ich bringe ihnen diverse Sachen und Strategien bei. Und wenn wir natürlich, ich biete auch gerne Services aufs Haus an. Das heißt, wenn ich sehen sollte, okay, hier ist vielleicht ein interessanter Trade, melde ich mich bei dem Kunden, sage ihm Bescheid, hey, gucken Sie mal, der DAX zum Beispiel sieht gerade sehr, sehr interessant aus. Was meinen Sie, wollen wir mit einsteigen? Und dann liegt es aber beim Kunden. Der Kunde muss dann entscheiden, okay, will ich jetzt wirklich handeln oder sitze ich lieber aus? In der Regel hat aber der Kunde bis dahin durch unsere Sitzungen genügend Fachwissen angeeignet, um selber solche Entscheidungen zu treffen. Also ich würde schon sagen, dass es mit Begleitung deutlich einfacher ist. Aber wir haben auch viele Kunden, die, ich sag mal, alleine handeln. Aber das sind dann wirklich Leute, die haben eine Finanzausbildung und haben einen weitaus größeren Hebel. Also die haben auch ein größeres Risiko. Genau. Vielen Dank. Super, dass Sie das auch schon angesprochen haben. Es gab einige Nachfragen zur Handelsakademie, von der Sie gesprochen haben. Wie funktioniert denn diese Handelsakademie und was kostet die? Genau. Bei Europafix ist die komplett kostenlos. Wir dürfen dafür keine Kosten erheben. Das heißt, wenn Sie sagen, ich nehme mal an, Sie sind jetzt Kunde bei uns. Ja, Sie haben sich jetzt frisch registriert. Sie haben jetzt 5.000 Euro meinetwegen eingezahlt als Beispiel. Der Mindestwert bei uns liegt aber bei 250 Euro. Ja. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt 5.000, weil damit kann man ein bisschen mehr arbeiten. Und ich sage mal, Sie sagen jetzt, okay, ich möchte jetzt Sachen lernen. Dann gehen Sie in der Regel einfach nur auf unsere Startseite. Die rufen entweder diese Nummer an oder wenn Sie schon einen Account Manager haben, also das ist dann die zweite Zuständigkeit, diese Person regelt alles Administrative, da fragen Sie einfach ihn, hey, ich möchte ganz gerne eine Handelssitzung haben mit dem und dem vielleicht, also wir haben über 11 Leute bei uns im Team, dann bucht diese Person in der Regel einen Termin. Dann ist so ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ein bisschen rumschnuppern. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel eigentlich mit jedem gut zusammenarbeiten, aber wenn die Chemie zum Beispiel nicht stimmen sollte, dann sage ich in der Regel, okay, hören Sie, Kunde, ich glaube, die Chemie passt nicht so gut zwischen uns. Ich gebe Sie zum Beispiel einen Kollegen, mit dem Sie vielleicht besser zurechtkommen würden. Also wir sind da sehr flexibel, wir passen es auch sehr auf den Kunden drauf an, damit der Kunde auch wirklich ein sicheres Gefühl bei der Sache hat, weil das sehr wichtig ist. Und dann, wenn sich die beiden verstehen, ja, oder wenn wir uns verstehen, dann machen wir weiter. Wir arbeiten daran, Schulungen zu machen, wirklich 1-zu-1-Sitzungen heißen die, um wirklich mal Licht in das Dunkle zu bringen. Und wenn die ganzen Schulungen abgeschlossen sind, die dauern in der Regel 2 bis 3 Wochen, ja, wenn, je nachdem, wie oft wir in der Woche sprechen natürlich. Und dann geht es eben weiter mit Strategieentwicklung. Welche Strategien passen auf den Kunden. Also wir versuchen das so individuell wie möglich zu gestalten pro Kunde. Und so bei uns ist es so, ich glaube, mein Kundenportfolio besteht aus knapp 50, 60 Kunden. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe aber auch größtenteils nur noch Großkunden mittlerweile. Und dann, genau, aber ich habe viele Kollegen, die haben aber auch kleinere Kunden und so weiter und so fort. Also im Durchschnitt haben wir so 50 bis 60 Kunden pro Handelsspezialist. Und wir sind immer eigentlich sehr erfreut darüber, neue mit aufzunehmen. Weil ich finde, gerade bei den neuen Kunden, da macht es wieder ein bisschen mehr Spaß. Bei den Alteingesessenen ist es mal sehr, sehr schwierig, neue Sachen beizubringen, die schon vielleicht jahrelang bei uns Kunde sind. Wenn wir dann aber ein bisschen neue haben, dann ist es auch wieder ein bisschen dynamischer, dann können wir wieder loslegen, mit dem Schulmaterial aufzusetzen. Und ja, wie gesagt, ist komplett kostenlos, wenn Sie Sachen lernen möchten, wenn Sie neue Sachen kennenlernen möchten. Und besten vielleicht sogar ja erfolgreich investieren möchten, sind wir da. Vielen Dank. Sind Ihre Dienstleistungen denn abhängig vom Wohnort oder ist es egal, wo ich lebe? Grundsätzlich ist es egal. Wir bedienen natürlich hauptsächlich den Dachraum, also eben Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben aber auch manche Kunden, die sind in den Niederlanden. Es ist aber mit solchen Kunden ein bisschen komplizierter,
Weil wenn Sie bei uns Kunde sind, müssen Sie sich ihn komplett ausweisen können. Und dieser Wohnort sollte in der Regel innerhalb Deutschlands sein. Und ja, so, ich würde sagen, 90% Dachraum, 10% sind wirklich reine Ausnahmen, aber ja, also innerhalb Deutschlands wäre schon praktisch oder innerhalb des Dachraums. Und wie heißt denn das Tool, welches Sie uns gerade gezeigt haben? Kann man das nur über Europe FX nutzen? Den MT4, also meinen Sie jetzt den Chart oder irgendwas anderes? Ja, genau, da wo Sie die Long- und die Short-Positionen gesetzt haben. Ah, perfekt. Genau. Ja, also das ist das MT4. Das können Sie in der Regel bei anderen Brokern auch benutzen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch das MT5. Kommt immer auf den Broker an, welcher was anbietet. Wie bei EuropeFX gehen in Zukunft auch auf den MT5. Bei EuropeFX haben Sie aber den Vorteil, dass Sie hier Trading Central und Equity mit integrieren können. Das heißt, Sie können auch mehrere Tools mit einbauen. Aber ja, grundsätzlich sollte eigentlich jeder Broker, der halbwegs seriös ist, zumindest den MT4 haben. Vielen Dank. Hat man bei Rope FX denn auch die sogenannte Margin Call? Und wenn ja, bei wie viel Prozent der Verluste wird es ausgelöst oder wie wird es ausgelöst? Ja. Grundsätzlich haben Sie bei jedem regulierten Unternehmen den sogenannten Margin Call. Der Margin Call hat natürlich eine etwas negative, ja, Betitelung, sage ich mal, weil einfach früher war das so an der Börse, Sie erinnern sich vielleicht an die Wall Street, wenn Sie Margin Call bekommen haben, dann mussten Sie einzahlen. Bei uns ist das, also im regulierten Unternehmen ist das nicht so, das nennt sich einfach nur Margin Call, weil wir Ihnen dann vier verschiedene Optionen bieten. Und grundsätzlich, dieser Margin Call wird bei 100% ausgelöst. Sie kriegen aber ab 105% meines Erachtens eine SMS oder sogar eine E-Mail, dass Sie doch bitte darauf achten sollen, dass Ihr Margin Level niedrig ist. Und ab 50% werden die Verluste automatisch realisiert. Also ab 100% sollten Sie sich zumindest schon mal in Kontakt mit uns setzen. Oder wie machen das schon, je nachdem. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt zu den letzten zwei Fragen des heutigen Abends kommen. Wie hoch ist denn die Swap-Gebühr und gibt es eine Nachschusspflicht? Die Swap-Gebühr hängt immer davon ab, wie hoch oder wie sagt man, wie teuer die Asset ist. In der Regel sind die aber relativ klein. Also hier zum Beispiel bei dem Nasdaq, man sagt in der Regel, dass es die Hälfte der Kommission ist. Kann man so ungefähr rechnen. Hier sieht man zum Beispiel, ich habe 47 Euro Kommission gezahlt. Das heißt, meine Swap-Gebühr pro Tag wird ungefähr bei 20 Euro liegen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ich glaube eher weniger. Wir haben einen Artikel für Finanzen.net sogar geschrieben. Dort ist ein Artikel, wie man Swaps und Kommission ausrechnet. Den können Sie sich gerne mal angucken. Da wird die Rechnung nochmal detailliert beschrieben, weil das ist eine etwas ausführliche Rechnung auch tatsächlich. In der Regel sind die aber schon relativ klein. Und nein, eine Nachschusspflicht dürfen wir per EU-Regulation auch nicht haben. Das heißt, es liegt immer bei dem Kunden, ob er wirklich investieren möchte. Wir dürfen den Kunden auch nicht dazu verleiten durch vielleicht Rabatte oder sowas. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, ja komm, wenn Sie jetzt nochmal einzahlen, dann gebe ich Ihnen nochmal 10% Rabatt oder so auf Kommission. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen das auf Haus tatsächlich geben. Wenn wir sagen, okay, als Treuedienst geben wir Ihnen vielleicht 25% auf die Swap-Gebühren oder Kommission, aber grundsätzlich dürfen wir Sie nicht damit anlocken. Das heißt, die Einzahlung liegt immer beim Kunden, beziehungsweise ob er einzahlen möchte. Genau. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir auch schon wieder zu einem Ende mit unserem Webinar. Ich danke Ihnen sehr für Ihren interessanten Vortrag, Herr Prignitz, und auch für die ausführlichen Antworten in der Fragerunde. Bevor wir zu unserem Schlusswort kommen, möchte ich Sie, liebe Webinarteilnehmer, wie immer darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie vermutlich noch heute Abend ein E-Mail mit allen wichtigen Infos rund um dieses Webinar sowie einen Link zur Aufzeichnung erhalten. Und nun, Herr Prignitz, dürfen Sie noch ein kleines Fazit ziehen. Was sollten unsere Teilnehmer besonders in Erinnerung behalten vom heutigen Abend? Genau. Grundsätzlich sollten Sie nach einem gewissen Schema, nach einem Broker suchen. A, vergewissern Sie sich, dass er reguliert ist, also dass Ihre Gelder auch wirklich sicher bei diesem Broker sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auch auszahlen lassen können, weil das ist bei unregulierten Brokern auch sehr schwierig. Wirklich einfach mal eine Testauszahlung machen mit vielleicht 100 Euro, vielleicht mehr, weniger. Schreiben Sie aber nicht Test rein, weil dann kriegen Sie es natürlich wieder. Das ist auch eine wichtige Sache, die Sie beachten sollten. Achten Sie mal auf das Risiko. Ja, klar,
CFD-Handel ist eine sehr, sehr tolle Sache, bringt aber eben gewisse Risiken mit sich. Und wenn Sie es machen, bestenfalls vielleicht nicht alleine, suchen Sie sich jemanden, der Ahnung vielleicht davon hat. Wie gesagt, wir stehen immer gerne zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns, wir klären das Ganze mal auf. Und bestenfalls kommt dann eben eine langlebige Zusammenarbeit dadurch zustande. Wenn Sie glücklich sind, sage ich immer, dann sind wir glücklich. Perfekt. Das war doch jetzt ein wunderbares Abschlussplädoyer. Sicherlich habe nicht nur ich heute viel über CFDs gelernt und ich möchte mich deshalb nochmals bei Ihnen für Ihre Expertise und Ihre Zeit bedanken, die Sie uns gewidmet haben. Ich wünsche Ihnen, Herrn Prignitz, einen schönen Abend und selbstverständlich alles Gute. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei finanzen.net.